Hallo, du liebe Seele. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend, wenn du das Video heute Abend anschaust. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, falls du es heute Morgen anschaust. Und ich sag einfach Hallo, falls du es den Tag über anschaust. Herzlich willkommen in deiner kleinen YouTube-Familie. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Welche Frage beschäftigt dich gerade am meisten? Oft in meinen Legungen und auch bei meinen Coachings werde ich gefragt, Claudia, liebt er mich noch? Liebt er mich noch? Und kommt er zu mir zurück, haben wir noch eine Chance. Und genau da wollen wir hineinschauen in das Thema, liebt dein Herzensmensch, dein Seelenmensch, dein Wunschpartner, liebt er dich noch? Sind da noch Gefühle da? Was geht da gerade in ihm vor? Habt ihr noch eine Chance? Kommt ihr noch mal zusammen? Und genau da möchte ich mit dir jetzt reinschauen, in diese Frage. Und als erstes kommt ganz klar, du spiegelst mir meine Schattenthemen und Ängste und deshalb weißt du, ihr habt hier einen Seelenprozess. Bitte vertraue, wir sind fast am Ziel. Also ihr spiegelt euch hier gegenseitig eure Schattenthemen, eure Ängste. Aber dein Herzensmensch sagt dir auch, bitte vertraue noch, wir sind fast am Ziel. Und deshalb musst du deine Themen anschauen, musst du deine Ängste anschauen und du musst deine Schattenthemen anschauen. Im Dualseelenprozess oder auch wenn es deine Zwillingsflamme ist, musst du die Themen anschauen. Und gerade in der Zeit, wenn ihr nicht im Kontakt seid, wenn vielleicht auch eine Trennung vorhanden ist, dann musst du die Schattenthemen anschauen. Er fokussiert sich vielleicht gerade auf seinen Beruf, auf sein Hobby, auf irgendetwas anderes und ist deshalb im Rückzug. Das hat nichts mit dir zu tun. Er befasst sich gerade mit dir. Mit dir schwebe ich auf Wolke 7, das sagt er dir auch. Also ich schwebe mit dir auf Wolke 7. Das heißt ganz klar, da ist Liebe da und ich zeige dir deine Lernthemen. Bitte gehe auch du in die Heilung. Das ist jetzt für dich wichtig. Gehe also auch du in die Heilung, denn ich nehme schon ganz viel Liebe auch wahr, aber eben auch diese Ängste. Und deshalb sagt er auch, bitte löse den Druck, dann kann ich wieder zu dir kommen. Also er will schon wieder auf dich zukommen, er will hier wieder in Aktion kommen. Und deshalb werden wir jetzt auch reinschauen nochmal in das Thema, ist denn da noch Liebe da? Ist da Liebe da? Was sind für Gefühle da? Und da fällt hier schon die Schlange. Es fallen die Mäuse, also du siehst hier ganz klar, es ist noch eine Schlangenenergie vorhanden, vielleicht eine negative, beeinflussende Person, vielleicht eine noch Partnerin oder Ex-Partnerin. Man sieht, dass ihr hier im Moment eben auch Umwege geht, ganz viele Ängste auch noch vorhanden sind, die gelöst werden dürfen. Die sind aber auf beiden Seiten, also die sind auch auf deiner Seite. Hier darfst du also ganz klar in die Lösung noch gehen, dieser Themen mit der Schlangenenergie. Also wir müssen hier ganz klar diese toxischen Umwege auflösen, damit die Ängste hier auch rausgehen können. Man sieht hier, dass noch ganz viel Heilung einfach ansteht auf eurem Weg. Also hier steht noch einfach das Thema Heilung im Vordergrund, aber auch hab noch Geduld. Es lohnt sich. Hier ist
auch ganz viel Sehnsucht vorhanden. Im Moment entgleitet er dir vielleicht. Deshalb ist hier noch das Schweigen und deshalb sind hier auch noch Mühseligkeiten und Kummer und Sorge ist da. Aber das Geheimnis, das Schweigen wird sich hier lüften. Das ist auch ganz klar in der Energie. Du siehst auch, wie im echten Leben wahrscheinlich, verheimlicht er dir seine wahren Gefühle, aber man bekommt hier ganz klar die Energie, das ist deine Zwillingsseele und es geht jetzt darum, in die Vergebung nochmal zu gehen, dass man Verschiedenes vergibt und verzeiht. Das Leben ist viel zu wertvoll, um es sich selbst auch schwer zu machen. Aber hier ist ganz klar, eure Leidenschaft entflammt. Also Liebe ist da und es geht hier wirklich jetzt um die Freiheit. Nichts kann dich aufhalten. Also versuch auch du, dich hier ein Stück weit zu befreien von allem, was dir hier vielleicht auch noch im Weg steht. Von was musst du dich befreien? Und wenn auch du sagst, ich möchte gerne mal eine Legung, ich möchte gerne meine persönliche Beratung, du brauchst Unterstützung von mir, sei es ein Liebesblick, eine tiefe Blockadenlösung, ein intensiver Partnerblick, vielleicht brauchst du eine Herzensmensch-Öffnung, ein Liebeszauberritual, egal was es ist, du darfst mich gerne kontaktieren. Du findest unter dem Video meine WhatsApp-Nummer oder du schreibst mich an über meine Seite oder schaust einfach mal, was es da alles für dich gibt unter claudiahader.de. Was habe ich jetzt hier schon für dich gezogen? Ganz klar, es kommt die schnelle Nachricht. Das ist sehr gut. Also hier kommen schnelle Nachrichten auf dich zu. Aktivität und Bewegung möchte reinkommen. Hier kommt also ein schnelles Ereignis. Er ist im Moment hier noch im Rückzug. Er ist in der Selbstreflexion im Moment. Er versucht, einen klaren Kopf zu behalten. Er versucht, sich nicht zu verlieren, einen Ausweg zu suchen. Aber ihm geht's einfach gar nicht gut. Also er ist im Leben überfordert. Er trägt hier wirklich eine große Bürde. Er stößt an seine Grenzen. Er ist völlig überfordert, vielleicht beruflich, privat, vielleicht beides und vielleicht auch noch finanziell hat er hier große Themen. Er empfindet dich aber als eine feurige Frau. Und wenn du ein Mann bist, dann drehst dir bitte um. Eine temperamentvolle Frau mit sehr viel Leidenschaft und Stärke und Stolz, so empfindet er dich. Natürlich versucht er auch Trost zu finden, vielleicht über den Glauben, vielleicht aber auch wirklich über die Engel oder Gott, je nachdem, an was er glaubt. Also er versucht hier wirklich an sich zu arbeiten. Ab und zu kommt er dann auch in so eine Wutenergie. Er ist enttäuscht, er ist aber auch von sich selbst enttäuscht und ist da ganz im Zorn, weil er einfach immer hier gegen den Strom schwimmt. Also er schwimmt einfach immer gegen den Strom. Er will immer anders sein. Hier ist sehr viel Anstrengung einfach auch zu sehen. Vielleicht ist auch sein Element das Wasser. Aber man sieht hier ganz klar, dass man jetzt auch die Energien bündeln soll. Man soll jetzt hier wirklich auch nochmal Wünsche manifestieren. Das kannst du auch gerne auf meinem YouTube-Kanal nochmal nachschauen. Da findest du ganz viele kostenlose Manifestationen. Auch den Nikola Tesla-Code mit dem 369-Code, wenn du das möchtest. Und dann können wir hier auch gemeinsam nochmal Verstrickungen lösen und beachte die Macht der Worte. Das ist ganz wichtig, dass du hier auf die Macht der Worte achtest. Was sage ich? Wie sage ich es? In welcher Stimmung befinde ich mich? In welcher Emotion reagiere ich hier auf ihn? Und ich möchte dir auch gerne noch ein Gefühlsorakel legen. Du darfst dich also einfach mal konzentrieren auf deinen Herzensmensch. Bitte vertraue darauf, wenn du jetzt hierher geführt wurdest, dann ist das dein Weg, deine Reisegruppe. Und
Es geht hier um Einssein, um Verbundenheit, um Echtheit, um Wahrheit. Ihr wart hier oft im Tal der Tränen und vielleicht bist du es auch gerade. Und es ist sehr viel Hoffnungslosigkeit in dir, vielleicht auch sehr viel Traurigkeit und sehr viele Tränen hast du geweint. Aber ich bekomme nochmal die Zwillingsseele. Also hier ist ganz klar das Einssein vorhanden. Ihr seid verbunden in Echtheit, in Wahrheit. Ja, beide haben hier vielleicht auch ganz viel geweint, ganz viel Trauer gefühlt, weil auch Ungewissheit vorhanden ist. Aber es kommt die Zwillingsseele. Also du hast mit diesen Menschen Lernaufgaben, du spiegelst mir meine Schattenthemen und Ängste, vergiss das nicht, aber ihr seid mitten im karmischen Prozess, im Heilungsprozess und natürlich kann ich dir auch gerne ein Akasha-Chronik-Reading machen, wenn du das wünschst. Aber hier ist ganz klar die Zwillingsseele gefallen, ihr seid also seelenverwandt, deshalb geht ihr auch hier diese toxischen Umwege und dürft die Ängste auflösen. Also eine große Herausforderung ist natürlich auch dabei, aber du hast es schon gespürt, dass ihr beide tief verbunden seid. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du diesen Kanal abonniert hast, dass du mich unterstützt, meine Arbeit unterstützt, dass du mir ein liebes Like dagelassen hast, eine wunderschöne Nachricht unter meinen Videos. Ich sage dir Danke aus tiefstem Herzen für dein Sein und für deine liebe, liebe Geste. Von Herzen bis ganz bald, deine Claudia.